Hey, yo, guys, und willkommen zu Witcher 3 Blood and Wine. Mein Name ist Rockstar. Ich bin Soul. Und ja, der gute Soul hat Blood and Wine eröffnet. Und ja, jetzt geht's weiter. Ja, wir haben ein Monolog. Nee, mach erstmal, wir werden beobachtet. Ich glaube, wir haben Publikum. Kein Wunder. Die Leute hier werden noch ihren Enkeln davon erzählen, wie einst eine gevierteilte Leiche aus dem Fluss gezogen wurde. Ja, was Soul und ich gerade eben noch auf hohem Niveau bemängelt haben. Ich weiß nicht, ob es euch schon aufgefallen ist. Geralts Stimme wirkt ein bisschen anders, so ein bisschen blechern. Ich weiß nicht, ob das nur an uns jetzt liegt oder... Nee, das hatte ich aber vorher schon gehört. Nur ich wollte mir jetzt erst selbst ein Bild davon machen. Deswegen habe ich auch nicht direkt irgendwie was gesagt. Ich hatte schon sowas gehört, dass Geralt wohl ein bisschen blechern klingt in dem DLC. Und muss dem aber zustimmen, also irgendwie, ich weiß nicht, was sie da gemacht haben, ob da irgendwie vielleicht der Sprecher krank war oder irgendwas und deswegen irgendwie was basteln mussten oder so. Keine Ahnung, aber es hört sich irgendwie ein bisschen merkwürdig an. Ja. Aber das tut ja dem Spiel an sich keinen Abbruch. Dann gucken wir mal weiter. Ich habe ein Taschentuch mit Monogramm gefunden. Ja, vor allem das Lustige, dass... Noch eine Sache. Ich habe ein Taschentuch mit Monogramm gefunden. DLC. De La Croix? Kann nicht sein. Nee, Download-Content. Offenbar kanntest du ihn gut. Vor langer Zeit waren wir enge Freunde, doch unsere Wege trennten sich. Er war ein Mann der Extreme, der seinen Gefährten beistand und die Feinde bis zum Letzten bekämpfte. Hatte er denn viele Feinde? Aber ja. Doch was hat das mit dem Biest zu tun? Ach, Geralt, es ist zu schmerzlich. In dieser alten Zeiten möchte ich jetzt lieber nicht denken. Verstehe. Wir reden später. Gehen wir in die Taverne. So, was ja auch neu ist in dem ich DLC. Muss dich bald verlassen und zum Hof zurückkehren. Ja. Du bist doch gerade erst in Toussaint eingetroffen. Ein Ritter in den Diensten der allergnädigsten Herren kennt keine. Wenn's geht, weil wir haben Tränke so gut wie alles aufgebraucht und. Tatsächlich befürchtete ich schon, zu spät zu kommen, um meine Pflicht zu tun. Doch es zeigt sich, dass ich gerade recht eintreffe. Ja, was ja auch neu hier drin ist, hier in Toussaint gibt es einen Schmied, der deine Hexerausrüstung auf den Meistergrad hochkriegen kann. Voraussetzung, du hast schon die Klasse davor. Ja. Und dadurch ist halt das überlegene Rüstungsset einer Hexerausrüstung nicht mehr die beste Version davon. Sondern es gibt jetzt meisterlich gefertigte. Das heißt, meisterlich gefertigte Silberschwerter, meisterlich gefertigte Rüstungen. Und wenn man die auf dieses Level gebracht hat. Anna Rieta? Der allergnädigsten Herzogin. Ich vergesse mich bisweilen. Wenn man die auf die Meisterstufe gebracht hat, haben die Set-Boni. Okay. Unter uns sind. In Palmerins Anwesenheit jedoch nicht. Er nimmt Anstoß an solchen Vertraulichkeiten. Ja, ich will jetzt hier nicht durchhasten, ich will ein bisschen auch... Ach, halt's Maul! Ich will auch ein bisschen hier die Welt ein bisschen genießen, Toussaint ein bisschen erkunden auch. Ja, noch sind wir nicht in Toussaint. Toussaint ist da hinten. Toussaint. Auf jeden Fall, ja, das, die Umgebung... Anschlagbrett! Anschlagbrett! Nee, ein bisschen weiter. Guck auf die Karte. Da. Ja, nehmen wir mal alles mit. Klar. Der herzogliche Beamte sucht Hilfe. Da kommt mach mal die Karte auf. Weil mich interessiert mal, wie groß Toussaint so ist. Sumara. Ist mehr als Skellige. Skellige hat zwar denselben Kartenausschnitt, aber da war mehr. Na. Ja, also was ich gelesen habe, ist noch 30 Spielstunden. Das DLC, sofern du alles machst. Sofern du alles machst. Genauso wie in Half of Storm. So, ja. Wohin müssen wir denn? Quest? Ja, nee, folgt dem. Wo ist er denn? Ist er mit dem Blau dann oder was? Nee, der ist da in der Kneipe. Aktualisierung von Quests. Meiner Treu, rieche ich das deftige Aroma von Pâté? Nichts anderes, Herr de Perrot-Perron.
Die Zeit hat deine Sinne nicht getrübt, wie ich sehe. Setz dich doch. Es wäre uns eine Ehre. Und auch dein Begleiter. Doch weswegen liegt gar kein Duft nach Langustensuppe in der Luft? Es gibt heute leider keine Suppe, weil die Langusten aus sind. Du hast es vielleicht noch nicht gehört, aber ich habe nur eine Leiche gefangen. Im ersten Morgengrauen. Und der Himmel war blutrot. Genau wegen dieser Leiche sind wir hier. Der Mann, den du zu Tische batest, wurde von der allergnädigsten Herrin aus fernen Landen gerufen, auf dass sie das Biest finde und töte. Wir luden zwei Männer zu Tisch, und da Ritter de Perrac Perron eher das Temperament eines Hasen als das eines Hundes hat, nehme ich an, dass der Jäger wohl der andere ist. Mit wem haben wir das Vergnügen? Ich heiße Geralt. Wie bescheiden. Du kannst noch nicht lange mit Herrn de Perrac Perron herumziehen. Spar dir die schnöden Affronts. Geralt ist ein Meister des Hexerhandwerks. Er hat Fragen zum letzten Opfer des Biests. Ich habe die Leiche gefunden. Die Sonne war gerade aufgegangen, als ich erwachte und mich im Bett aufsetzte. Ich sah aus dem Fenster und der Himmel war rot wie Blut. Bitte, Geralt, frag was. Sonst sind wir im Winter noch hier. Muss früher Morgen gewesen sein. Du hast deine Netze überprüft und dann? Ich trat aus der Hütte und sah... Meiner Treu, komm zum Punkt, Mann! Du hast in deinen Netzen eine Leiche gefunden, das wissen wir schon. Was ist dann geschehen? War jemand in der Nähe? Hast du was Bemerkenswertes beobachtet? Irgendetwas? Es war keine Seele dort, nur ich. Was Bemerkenswertes? Tja. Was hast du gesehen? Aber komm mir nicht nochmal mit dem roten Himmel. Ich sah einen Kopf im Wasser treiben. Augen offen, die Zunge hing blau heraus. Daneben trieb eine Hand. Hast du die Leichenteile untersucht? Ich war so erschrocken, dass ich ins Dorf gerannt bin, so schnell ich konnte. Ich kam mit Wachen zurück, die mir befahlen, zurückzubleiben. Sie hatten es nicht leicht. Die Körperteile hatten sich so in meinen Netzen verheddert, dass sie die Netze zerschneiden mussten. Ich muss die Leiche sehen. Weißt du, wo man sie hingebracht hat? Sie haben sie über den Fluss gefahren, auf einen Karren geladen und den Corvo Bianco in den Keller gebracht. Damit sie kühl liegt, weißt du? Was? Aber Corvo Bianco ist das Anwesen von Baron Rossell. Wenn der erfährt, dass sein Keller in eine Gruft verwandelt wurde, lässt er die Hunde von der Kette. Sein Weingut ist versteigert worden, während ihr im Norden waltet. Wer war das? Die Frau, die gerade gegangen ist. Die habe ich noch nie gesehen. Ich habe sie auch nicht reinkommen sehen. Das muss Lenise gewesen sein, die Tochter des Wirts. Aber warte mal, Geralt, das ist ja ein Skandal. Rossells Weingut wurde versteigert? Unerhört! Es ist kein Geheimnis, dass der Baron Spielschulden bis über beide Ohren hatte. Nun war endlich Zahltag und seine Gläubiger haben sein Anwesen versteigert. Die herzogliche Kanzlei hat sie übrigens gekauft. Rossell wohnt jetzt bei seinem Bruder in Vicovaro. Ich habe Rossell gesagt, dass er nochmal die Rechnung kriegen wird. Wie lange kann man sich auf vergangenen Heldentaten ausruhen? Seine Gläubiger sind wohl zu dem Schluss gekommen, dass seine Versprechen nichts wert sind. So sind die Zeiten. Die Ritter von heute sind nur blasse Schatten im Vergleich zu den Helden von einst. Es stimmt, was man sagt. Die Götter haben das Biest geschickt, um uns zu strafen, dass wir von den alten Pfaden abgewichen sind. Danke für die Gastfreundschaft. Ich gehe jetzt den Leichnam untersuchen. Corvo Bianco ist nicht weit von hier, beim Turniergelände. Einfach der Straße nach, dann kommst du hin. Kommst du nicht mit? Ach so, du hast noch irgendwelche Verpflichtungen. Irgendwelche Verpflichtungen? Ha! Noch vor unserem Aufbruch nach Velen hat die allergnädigste Herrin mir die große Ehre erwiesen, mich heuer in den Palastgärten den Hasen spielen zu lassen. Du wirst dich kaputt lachen, wenn du mich im Kostüm siehst. Das wirft natürlich Fragen auf, aber ich fürchte, die Antwort ist eine lange, verwickelte Geschichte voller weitschweifiger Ausführungen über Geschichte und Tradition. Daher bis später, Miton, und viel Glück.
So, folge Miltum zur Taverne und frag nach. Okay, das haben wir schon. Ja, hat sich jetzt geh nach Coro Bianco und untersuch die Leiche im Keller. Dann gehen wir mal dahin. Und so ersuchen die Leiche. Also ich denke, ich werde hier in der Ecke richtig Spaß haben mit meinem Spielstand. Weswegen denn? Weil ich ja alles erkunden werde. Also okay. Ich werde ja jeden Millimeter des Landes wahrscheinlich wieder erkunden, wegen der ganzen Fragezeichen, dies, das. Das ist ja etwas, was wir jetzt wahrscheinlich nicht so machen. Wir werden hier und da natürlich ein paar Sidequests machen, aber wir wollen das jetzt natürlich noch nicht zu 100% lösen. Wir wollen ja möglichst unbefangen reingehen, möglichst ohne das Ganze jetzt in die Länge zu ziehen. So ein 100%-Stand wird vielleicht auch noch kommen, aber das dann später. Weil wenn ich schon so einen 100%-Run mache, dann will ich auch quasi schon auf einem höheren Schwierigkeitsgrad ein bisschen spielen und will dann auch natürlich den Leuten hier und da Tipps geben, beziehungsweise dann sagen, das und das ist ab dem und dem Level, also dass man da so ein bisschen optimal vorbereitet reingeht. Der Mörder muss nach hier sein. Hexersinne an, hier irgendwo muss was sein. Du bist gerade im gelben Kreis. Nimm mal mit die Hose, weil du kannst jetzt davon ausgehen, alles was wir finden hat wahrscheinlich mehr Verteidigung als das, was wir haben. Ja. Alles mitnehmen. Ah, wozu brauchen wir Becher? Kannst du klein machen. Glaub mal, mittlerweile ist das Material sehr wichtig. Ich habe mittlerweile Materialien gebraucht, wo ich mir so dachte, toll. Und ich habe immer gedacht, die brauchen wir nicht. Die Kehle wurde aufgerissen von einem etwa menschengroßen Gebiss. Vampir. Abgesehen von der Länge der Zähne. Gebrochene Rippen, Blutungen aus den Ohren. Muss ein ordentlicher Hieb gewesen sein. Wobei, ich weiß gar nicht. Kreiert. Das war ein Vampir. Solche. Aber keine Ekima. Und auch kein Flatterer. Ah, okay. Es muss eine Bruxa gewesen sein. Mach mal das Glossar zum Bruxa rauf. Mit einem Hieb getötet. Glossar, ganz links, Bestiarium. Ja, ja. Ja. Da ist richtig. Einmal gelb, dann kannst du das klein machen. Wenn du jetzt gelb drückst. Und dann unten mal Vampire. Da haben wir sie. Bruxare. Ja. Wie immer für die Leute, ne, die das hier lesen wollen. Pausiert. Ja, ja. Und ich gehe jetzt ganz langsam runter. Ich werde da wirklich Spaß drin haben, weil ich schon verbessertes schwarzes Blut habe. Mhm. Gegen die ist schwarzes Blut als Trank sehr brauchbar. Und... Hier haben wir die Ekimen. Ja, die Ekimen. Und die Katakanen. Ja, die gehen aber noch. Schlimm wird's erst, wenn du höhere Vampire triffst. Könnten Lebensretter sein. Ja, und weißt du, was das Tolle ist? Wir haben nichts davon. Ja. Guck mal ins Inventar, aber ich glaube, wir haben weder Mondstaub noch schwarzes Blut. Und wir haben auch kein Vampiröl. Also wir sind super. Der zweite von rechts, da ist das alles drunter jetzt. So, gehen wir bei Bomben hin. Keretschere, Drachentraum, Dimitriumbombe, was haben wir hier bei uns drin? Rechts, rechts, runter. Samum und die andere ist. Tanzender Stern, sage ich doch. Kein Mondstaub. Kein Dingsöl. Das könnte lustig werden. Ja, könnte. Ey, verdammt, jetzt habe ich wieder. Wieso habe ich nicht angefangen? Weiß ich nicht. Aber ganz smooth hier runter. Ja, ja, Schnellzugriff, bla bla, ist gut. Wir kennen die Scheiße. Weg. Fußspuren. Von kleinen, bloßen Füßen. Sie führen tiefer in den Keller. Von der Treppe gefallen, hat sich das Genick gebrochen. Alle wurden getötet. Nur er. Er hat sich selbst umgebracht. Ja, Tollpatsch halt, ne? Ach, Mann. Den kannst du nicht ausnehmen. Treppe gefallen, hat sich das Genick gebrochen. Geht halt. Alles, was rot war vorher, kannst du nicht mehr ausnehmen. Ich guck mal trotzdem hier, ob man was findet. Schon wieder extrem dunkel hier. Nimm eine Fackel in der Hand oder nimm eine Katze. Katze ist im Inventar. Muss nur auf den Trank gehen und X. Mit Gewalt gegen die Wand geschleudert. Eine Leiche hast du übersehen. Und das Gitter. Damit wurde das Gitter eingeschlagen. Man muss sehr stark sein, um sowas einzuschlagen. Nochmal, du musst damit wurde das Gitter eingeschlagen. Ach, mit ihm, okay. Ja. Nee, du musst, oder? Musst du, nee, musst du nicht, okay. Sie ist heute so ein Nakidai. Du, dich habe ich in der Taverne gesehen.
Ich weiß, was du bist. Aber warum hast du die Leute umgebracht? Wegen ihres Blutes jedenfalls nicht. Sag's nicht. Ich will doch gar nicht. Wir müssen nicht kämpfen. Du irrst dich. Ich kann dich nicht gehen lassen. Jirden war ganz gut gegen die. Versuch zu halten, bis die halbe Leiste leer ist, damit du dieses die Falle auf den Boden machst. Nee, das war nicht die Taste. Ja, welche Taste war das nochmal? Unten rechts, wo du bei Batman schleichst. Halten, wenn du Dings haben willst. Das, oh Mann, die blöde Fotze. Fängt schon mal gut an. Ja, nee, Alter. Das geht nicht. Das geht nicht. Du kannst das natürlich nur machen, wenn du mal eben Platz hast, aber im Moment greifst du dich halt permanent an. Ja. Also wir gehen total unterlevelt in die ganze Geschichte rein, sehe ich schon. Oh ja. Und ich bin tot. In der Tat. Super. Super. Ja, ja, letzten Spielstand laden. Der Autosave ist wahrscheinlich kurz vorher. Ich kenne doch die Scheiße. Super, also die Folge könnten wir eigentlich jetzt schon beenden. Nein, können wir nicht. Doch. Nein, können wir nicht. Ja, tut mir leid. Dann seht halt, wie ich immer wieder verkackt, bis Soul wieder dran ist. Da kann ich ja nichts für. Ja, ficken, Alter. Ist das doch. Das wäre die Möglichkeit gewesen für Axi. Für Dingens. Ja, jetzt nicht mehr. Shit. Hätte fast geklappt. Ja, fast, aber nur. Nee, das normale Dings kannst du vergessen. Alter! Alter! Da wäre jetzt geil gewesen, wenn du... Was denn? Ja, wenn du jetzt schwarzes Blut gehabt hättest, dann hätte sie das derbe geschädigt. Ach Mann. Tut mir doch das nicht an, Alter. Ja, also definitiv kann ich dann jetzt schon sagen, ne, wenn du wirklich so trankmäßig, so aufgerüstet, also ich muss das ja wirklich sagen, ne, die Tränke, die ich mittlerweile nehme, das ist jenseits von Gut und Böse. Und dann noch die ganzen Absurde. Ey, ich habe so viel Absurde dabei, ne? Ich könnte mich wahrscheinlich nur durch die Absurde 10-mal umbringen. Volltreffer. Jetzt bleib in der Nähe des Zeichens am besten. Weil sonst, damit das schön weiter befeuern kann. Und abwehren wäre, glaube ich, auch ganz gut. Ich wehr doch ab. Schwierig. Mein bester Freund. Ach komm, fick dich doch. Das wird haarig. Ey, wie soll man das schaffen? Ich guck gleich mal. Nee, Alter, das geht doch gar nicht. Scheiße, Alter. Ja, plötzlich wird mir... Ich sehe das schon kommen, dass ich nachher so sage, ey, ich weiß gar nicht, warum wir mit Imrelit so Probleme gehabt haben. Ja. Sie ist gebackt. Schlachte sie, solange sie im Back ist. Ja. Scheiße. Natürlich merkt er sich... Alter, ne?
Ein Kombo von dir. Ja, dann mach das Igni-Zeichen in kurz. Halt's Maul, du blödes Snitch. Drück mal Steuerkreuz unten. Ja, stimmt, habe ich auch vollkommen vergessen. Erstmal Tränke nehmen und so. Du kannst nicht mehr als ein Zeichen davon machen. Von Igni. Von Irden. So rum. Die Mucke ist wieder heiß. Ja. Alter, das geht doch gar nicht. Okay. Wir gucken mal. Wir sind garantiert auch völlig unterlevelt. Also nicht unterlevelt, sondern ausrüstungstechnisch nicht so gut aufgestellt. Wir sind ausrüstungstechnisch total am Arsch. Ja, die sind wir nicht. Wir sind nur nicht auf Schwertschaden und so gegangen. Deswegen brauchst du dich nicht wundern, dass die Schwerter keinen Schaden mehr machen. Ja. Das ist halt, ne? Weil die Schwerter machen ja bei mir immens viel Schaden. Dafür machen die Zeichen überhaupt keinen Schaden bei mir. Deswegen benutze ich die mittlerweile auch kaum. Es ist nur noch so ein Zwischending bei mir. Die Buchser. Ohne Scheiß, das wird echt ein Kackkampf. Ficker. Wie ist der? So, die hat echt übertrieben viel Schaden. Das angeht. Ficker. Ja, du hast dir fast. Ey, wieso geht das bei dir so einfach? Du Schlampe! Aber egal, die ist down. So, Geralt, piss sie aus! Los, piss sie aus! Großes Blaues, Alter. Wir können so auftunen. Ich schwöre. Oder haben wir große Blaue drin? Wir haben große Blaue drin. Oh, wir haben große Blaue drin. Ist überall große Blaue drin. Ja, außer in dem Dingen hier. Ja. Ja, wie gesagt, da bin ich auch am überlegen, ob wir da umrüsten, ob wir nicht auf die 600 Vitalität scheißen. Aber, apropos, wie viel? Wir haben nur 6000. Alter, was zur Hölle haben wir angestellt? Ich hab weit mehr. Scheiße. Naja. Okay, wir haben hier was gekriegt. Da verteilen wir mal eben. So, wir haben ja eben gesagt, wir wollen... was war das hier noch? Das Axi. Nee, das Axi, das hauen wir hier. Das wollen wir nicht weiter ausbauen. Weil da haben wir im Prinzip schon zu viel gemacht. Die magische Falle, die wollen wir auf jeden Fall weiter ausbauen. Weil die bringt uns ja doch ein bisschen was. Dann können wir uns jetzt weiter auf Igni hauen, würde ich sagen. Und Art nehmen wir noch als Unterstützung. Dann hauen wir demnächst die Axi-Klamotten mal raus. Ja. Und holen uns dafür die Art-Klamotten rein, würde ich jetzt so sagen. Würde ich auch behaupten. Untersucht die Leiche des Opfers des Biestes, okay? Das stinkt. Wasserleiche. Beide Hände amputiert. Körper gevierteilt, wie ich es mir dachte. Die Leiche lag einige Zeit im Wasser. Der Kopf ist aufgedunsen und wurde angeknabbert. Nom, 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 nom. Er hat was im Hals. Eine Börse, voll mit Münzen. Nilfgaardische Florin aus verschiedenen Provinzen. Wenn das der Mörder war, haben wir es mit einem vernunftbegabten Wesen zu tun. Die Leiche ist nach dem Tod zerteilt worden. Die Hiebe wurden mit großer Kraft ausgeführt, aber die Knochen wurden zerschnitten, nicht zerschlagen. Die Kreatur, die ihn getötet hat, muss lange Klauen haben, scharf wie Hexerklingen. Zuerst hat sie dem Opfer ins Herz gestoßen. Das war keine Buchse.
Eine dritte Hand. Ersatzteil? Sie gehört eindeutig nicht zum Opfer. Die Wachen müssen sie mit eingesammelt haben. Noch warm. Wie kann das sein? Fließt das Blut noch? Es gibt diverse Monsterspezies, die sich regenerieren können, aber von abgetrennten Gliedmaßen habe ich das noch nicht gehört. Nicht mal, dass sie nach so langer Zeit noch so lebendig sein können. Ich sollte das Gewebe später genauer untersuchen. Vielleicht verrät es mir was. Beenden wir mal die Untersuchung. Der Mörder war ein Monster, aber keine Bruxa. Warum ist die Bruxa dann hergekommen und wollte die abgetrennte Hand holen? Wem gehört die Hand? Und warum zur Hölle ist sie noch warm? Was sollte die Börse im Hals des Opfers? Was bedeutet sie? Und warum wurde die Leiche zerteilt? Viele Fragen, bis jetzt keine Antworten. Ich muss mich über die anderen Opfer informieren. Palmerin soll mich zur Herzogin bringen. Such Palmerin auf und bitte ihn, dich zur Herzogin zu bringen. Das machen wir dann mal. Haben wir hier noch was Interessantes? Nope. Nicht wirklich. Hier haben wir noch Leichen. So, warte, geh jetzt mal ins Inventar und gucken, ob die Ausrüstung wirklich besser ist. Ja, Handschuhe und Hose hast du ja da. Also siehst du, 8 besser. Ausrüsten. Da haben wir auch wieder die ersten Questlinge weg. Und die Hose da, diese. Die ist auch besser. Gleich ausrüsten. Links die Schuhe. Die waren um einiges besser. Oh ja. Allmählich machen wir uns. So. Irgendeine Glyphe. Ja, nee, den Rest ist alles egal. Ja. Also immerhin, Chris, hier werden wir jetzt hier auch jede Menge gute Ausrüstung bekommen. Ja, was war das denn? Ach so, Kerze. Ja. Ja, und wie immer, ne? Nein. Brandschutz. Ja, Brandschutz, aber jetzt sieht ja keiner mehr was. Ich weiß nicht, was gefährlicher ist. Dass du alles abfackelst, das ist ja alles aus Stein, oder ob du in der Nacht dich in dem Ding verirrst. Ich würde mich lieber verirren. Schlimm wäre es ja, wenn beides passieren würde. Oh ja. Verirrst dich dann drin und dann fackelst ab. Ja, dann siehst du ja wieder was. Dann findest du den Weg nach draußen. Es sei denn, der Weg brennt gerade. Ich frag mich gerade nur, wo das Navi uns hinführen will, der Wegweiser. Aber gehen wir mal hin. Why not? Gehen wir mal hin. Mal gucken. Wenn wir auch wieder bei so einem Zutaten-Heini sind oder irgendwas, ne, dann müssten wir... Wie kann ich Blitze rufen? Den linken Stick reindrücken. Ne. Doch, da. Macht der nicht. Doppelt. Jetzt macht das. Blitze! Komm du, ach da bist du. Oh, ich habe übrigens jetzt Ausrüstung für Plötze gefunden, ne, Alter. Genau, jenseits von Gut und Böse. Das Plötze sieht aus wie ein Schlachtross. Okay. Ja, ich bin's, Leute. Ihr braucht mich nicht zu bejubeln. Ich bin sehr eitel, was das angeht. Ja, ich glaube, wir können hier absteigen wieder. Wo ist er? Geradeaus? Da vorne steht er doch. Ich muss die Herzogin sprechen. Dringend. Also schön, ihr Schlingel. Die Geschichte ist aus. Geht zu euren Eltern. Aber Herr Palmerin, was ist mit der Geschichte von Riddick und dem Drachen? Riddick ist wieder da. Ein andermal. Aber seht euch den Mann gut an, der vor euch steht. Das ist Geralt von Riva, der meisterliche Hexer, dessen tapfere Hand beim Sieg über den Riesen Goliath half. Meister Hexer, stimmt es, dass die Tugend immer über das Böse siegt? Nicht immer. Mal so, mal so. Mal siegt die Tugend, mal behält das Böse die Oberhand. Es lohnt sich trotzdem, gut zu sein. Wieso denn, wenn das nicht heißt, dass man gewinnt? Denk an Palmerins Geschichte. Ein anständiger Mensch zieht andere gute Leute an, auf die er sich verlassen kann. Ein Bösewicht kann sich nur auf andere Bösewichte verlassen. Und wen hättest du lieber zum Freund? Gute Leute! Ganz recht. So, genug jetzt mit den Fragen. Ab zu euren Eltern. Die erlauchte Herrin ist zweifellos auf dem Turniergelände eingetroffen, um die Kämpfe in der Arena zu verfolgen. Wenn wir uns beeilen, können wir sie sprechen, ehe das Spektakel beginnt.
Geh du voraus. Wer kämpft denn? Gladiatoren aus Nilfgaard? So ähnlich. Du wirst es ja sehen. Trolle. Jemand wird gegen einen Glumar antreten, der nur ein paar Glöckchen am Schwanz hat, um ihn zu irritieren? Ja und? Das Spiel ist ein Geschenk des Kaisers höchstpersönlich. Der ist gleich tot. So, dann sagen wir mit dieser sensationalen Stelle wieder See you guys und seht das nächste Mal, wie es wohl weitergeht in Witcher für Blood and Wine. Leute, wollt ihr kein Video mehr verpassen? Lasst ein Abo da und wenn euch das Video gefallen hat, teilen, Däumchen drunter und für alles andere sind die Kommentare below.